Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zurück bei den Amüsiertabletten. Crunchgau hier am Start und ja, wir werden heute mal ein ganz klein wenig durchtauschen. Sind auch ein paar müde gewesen jetzt, in Anführungszeichen. Ich überlege auch, ob wir ganz kurz mal durchtauschen, die Taktik durchtauschen. Weil nochmal gefragt wurde, ob wir nicht mit einem 4-2-3-1 spielen könnten. Das, die Möglichkeit besteht natürlich auch, wo wir dann sagen, wir mal Skripski nicht drin lassen, sondern eben entsprechend anders agieren und mit Fürsten arbeiten. Und sagen wir mal mit Krylach. Wobei wir Maloney auch definitiv mit drin lassen könnten. Mit Daube noch arbeiten könnten. Und die Innenverteidigung mehr oder minder so lassen. Wobei wir bei Pedersen auf Lenz zurückgreifen. Pedersen wird uns verlassen, deswegen werden wir ihn auch nicht so viel spielen lassen. Und Maloney wird wahrscheinlich sehr schnell für Green reinkommen. Grün. So, und statt Busk wird Wiesenhöhler heute drinstehen. Wir werden heute mal mit einer anderen Taktik rangehen, einfach mal, um ein bisschen was auszuprobieren. Und auch ein bisschen defensiver, sicherer zu stehen. Gerade gegen den VfB Stuttgart kann man auch nochmal ein bisschen was ausprobieren. Bin gespannt, wie es dann sein wird. Ton ist ein bisschen laut, glaube ich. Ich gucke gerade mal eben so ein ganz bisschen irritiert. Wenn wir mal schauen. Oh ja. So, jetzt müsste es besser sein. Geht, denke ich, ganz gut klar so. So, DFB-Pokal Viertelfinale. Hier die Ansetzungen fürs Viertelfinale. Bayern München schon raus. Großes Fragezeichen dahinter, aber das passt schon so. Ich würde vorschlagen, wir gehen direkt ins Match rein. Stuttgart mit dem Anstoß. Özcan, Zimmermann, Polter heute mit der Spitze. So, und Hartl da gut reingegangen. Heute im offensiven Mittelfeld mal den Vorzug bekommen. So, und der Einwurf hier für die Unioner. Green. Bisschen Stabilität reinbringen. Das wäre hier zumindest der Wunsch. Krylach raus auf Fürstner. Und Einwurf. Ah, der Ball rein. Nicht so gut. Özcan. Jetzt raus auf Ayeton. Wieder Özcan. Sonora. Foul. Doch nicht. Okay. Ist weitergelaufen. Oh. Green umgehauen. Aber kein Foul. Auch hier nicht. Gesunde Härte. So, jetzt raus auf Green. Mesenhöhler hat den Ball. Mit Lenz gespielt auch. Krylach. Rausgespielt wieder. Ja, Missverständnis. Mit Fürstner. Und Ayeton. Askagiba als Schan. Ja, gut gemacht. Green. Und jetzt Hartl. Mit Polter. Krylach nach unten gespielt weiter. Trimmel. Aber Ayeton aufgepasst. Sonora. So, und jetzt Ayeton. Mit dem Ball rein. Schösswettner kann den Ball aufhalten. Spieler im Fokus hier definitiv Julian Green. Müde schon ins Spiel reingegangen, so ein ganz klein wenig zumindest. Green. Wiesenhöhler.
raus auf Lenz. Der kann die Bälle auch immer ganz gut mitnehmen. Ja. Lenz auch wieder geklärt. Nachdem Green den Ball verloren hat, was dann, dem man sich noch nicht einigen konnte auf einen neuen Vertrag. Boah. Dass das nicht gepfiffen wurde, war auch ein bisschen eigenartig. Ja, aber der Ball auf Polter nicht optimal. Ja, wenig Platz hier auch für die Stuttgarter. Die müssen auch akribisch nach Platz suchen. Aber jetzt Fürstner. Und der Ball auf Green. Ah, abgefangen. Gute Möglichkeit allerdings, gut gedacht. Wiscza. Im Laufduell. Green. Ja, gut gespielt. Waston. Kreilach. Trimmel. Ah, die Möglichkeit war für Polter da. Weiterzuleiten, Özcan. Lenz. Sehr stark, wenn es darum geht, den Gegner hier auszuspielen. Ah, und Wiscza. Definitiv eher da. Ecke. Union. Im ersten Moment, Wasson. Im ersten Moment ein bisschen wacher, die Berliner, als im Spiel zuletzt dort ja doch eher sehr unterlegen gewesen. Und jetzt auch mit dieser Taktik auf beiden Seiten relativ spritzig unterwegs. Nora. Ja, auch hier wieder gut geklärt. Kreilach. Green, Hartl. Ja, gut reingerutscht. Ayrton. Özcan, Kreilach. Raus auf Hartl. Und Hartl, der trifft. Drin der Ball. Drin ist der Ball. 1:0. Für Union. Hartl den Ball hier gut mitgenommen. Gut in die Spitze weitergeleitet hier von Green. Der hat das Auge und mit links oben abgeschlossen. Gut gemacht. Gut gespielt. Gut kombiniert. Ball drin. Klassisch und sehr gut. Eben mal meine Tür hier zumachen. So. Und was wird jetzt die Antwort? Das weiß noch niemand so genau. Ah, Polter. Das war nix. Vielleicht doch ein Foulspiel gewesen. So, Ayrton. Den Ball auf Sonora weitergeleitet. Waston. Direkt abgezogen, Mesenhüller. Der kann das. Der ist da gut drin. Junger Keeper. Wird mit Sicherheit auch noch das ein oder andere Tor verhindern. Was soll? Green. Da läuft er auch immer wieder mit. Lenz. Immer sehr robust mit dem Körper drin. Und jetzt ist Halbzeit. So. Lass uns mal eben gucken, wie es aussieht aktuell. Hector unauffällig. Green schon relativ müde. Den werden wir wahrscheinlich sehr, sehr bald aussetzen. Hartl, ja. Als offensiver Mittelfeldspieler hier mit dem Tor und einen Akzent gesetzt natürlich. Das hat er gut gemacht. Mal ein bisschen auf die defensivere Schiene gehen. Hartl.
Der Ball jetzt laufen oben, Kreilach. So, und Fürstner agiert da gut. Polter, oh, knapp. Aber gut gemacht. Fürstner hier gut gespielt. Und der war wirklich, wirklich knapp drüber. Weiter geht's. Abstoß von den Stuttgartern, die jetzt auch ein bisschen mehr wagen müssten. Als Can auf Ayrton. Der nimmt sich ein Stück. Rausgespielt jetzt auf Zimmer. Und der Ball Mesenhöhler. Fürstner den Ball rausgespielt. Ah. Özcan die Bar. Özcan raus den Ball. Wieder zurück. Und der Ball abgesprungen. Und Einwurf. Union. Jetzt gibt es den ersten Wechsel vom VfB Stuttgart. Gentner kommt rein. Sicherlich eine gute geplante Auswechslung. Hartl, Kreilach. Und jetzt hier gespielt mit Fürstner. Und Fürstner ist wieder durch. Ah, und Polter. Kriegt den wieder auf den Hinterkopf. Hartl jetzt auch durch. Mit Daube eventuell zu wechseln gleich. Warten wir mal ganz kurz ab. Ich will zuerst den jungen Maloney reinbringen. So. Jetzt Applaus für Green, der hier das 1:0 vorbereitet hat. Gut gespielt. Definitiv gut gemacht. Und jetzt werden wir mal schauen, was Maloney auf der Seite bringen wird. Fürstner. Ah, ist schon ein bisschen verlorener Posten gerade. Und jetzt Polter. Ah, der kann sich nicht gegen Le Méchant durchsetzen. Kaminski wird umgerannt. Weiter Ball. Hector kriegt den Ball aber unter Kontrolle. Und jetzt Maloney. Oh, Zieler. Gut gerettet. Skripski für Hartl. Interessante Kombination. Die probieren wir mal aus. Tirotte kommt jetzt rein. Auch wieder ein Stürmer. Hartl raus. Der Torschütze. So. Ah. Trimmel drüber. Hm. War von hinten jetzt auch nicht so sonderlich effektiv. Aber besser als gar nichts. So, und jetzt Skripski hier fast rangekommen an den Ball. Maloney jetzt gegen Zimmer. Natürlich nicht viel Schnitte. Schneller Kombinationsfußball jetzt hier. Ups, hängen geblieben. Und Trimmel mit dem Kopf raus. Lenz schon müde, Özcan jetzt raus. Mesenhöhler, wieder gut gemacht. Wap. Ja, nochmal Einwurf. Sonora. Der Ball nochmal. Lenz wieder mit dem Kopf ins Aus. Doch nochmal ein bisschen gucken gleich. Fürstner gegen Prümmi hier. Mesenhöhler ist immer gut mit der Faust am Ball. Ayrton gefoult.
da ein bisschen zu sehr reingegangen gerade. Ball rausgespielt, gut gemacht, Trimmel. Hector spielt hier mit. Maloney. Und jetzt Maloney. Und wurde da gestoppt von Ofori, der den Fuß vorhält. Sonst eine Möglichkeit. Und Zieler holt den Ball hier nochmal runter. Und jetzt ist es hier mit viel Rennen. Dadurch, dass die Bälle eben jetzt so weit gespielt werden und so lang gespielt werden. Und jetzt Einwurf nochmal für Stuttgart. Und nochmal Ecke. Schönheim jetzt für Lenz. Nochmal Stabilität hinten rein zusätzlich. So, ein Trimmel den Ball rausgespielt. So, Nora nochmal den Ball ganz raus. Ayeton. Ja. Und verzogen. Abstoß. Ball auf Maloney. Der kriegt den Ball nicht richtig runter. Gentner. Ah, war vielleicht auch nicht die beste Alternative. Schon Nachspielzeit. Also jetzt geht es hier um die Butter. Zimmer. Ja, der Ball hier nochmal im Aus. Jetzt nochmal die Reingabe eventuell. Naja, nochmal Foulspiel. Nochmal Foulspiel. Schönheim nochmal den Ball ins Ausgespielt, nochmal Ecke. Torwart jetzt mit draußen. Polter. Den Ball nochmal raus. Ofori. Und jetzt ist Abpfiff. Sieg für Union Berlin. Sieg in dem Maße, dass man jetzt auf sich aufs Halbfinale des DFB-Pokals freuen kann. Und was für ein gutes Spiel auch. Stabilität. Jetzt in den letzten Schlussphasen ein bisschen geschwommen. Aber es waren auch so ein bisschen die Kräfte, die gefehlt haben. Marcel Hartl mit seinem Tor. Viele schöne Spielzüge herausgespielt. Definitiv besser zum Ansehen als die letzten Male. Und damit stehen wir im Halbfinale des DFB-Pokals. Das ist ja schon mal etwas. Also wir werden dann gegen Augsburg spielen. Und die anderen Spiele sind noch nicht ausgetragen. Das werden wir dann sehen. Halbfinale ist aber schon mal ein richtig guter Schritt. Und als nächstes spielen wir gegen Mainz. Das wird auch interessant werden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Crunch gesagt. Bis dahin, haut rein. Ciao.